Bleib hier. Hey. Halle. Hui. Ach so, ich sehe schon, diese komischen Entweiher tun die mit einer Aura belegen. Wenn die dann sterben, platzen die Würmer aus ihnen aus. Zum Glück sind die Würmer jetzt nicht so der Hammer. Und sie helfen mir dabei, weil wenn die platzen, stehen sie nicht mehr auf. Also schön den Entweiher dabei lassen. Ich finde jetzt nicht so schlimm. Ich bin überladen. Schon entladen, entladen wollte ich mal sagen. Schon beladen. Der Typ, der Nilattack, der war von Anfang an schon so eine Wurst, sage ich mal. Eigentlich kann man einerseits sagen, okay, ist gar nicht so doof gewesen, weil, hallo, es ist ein kleines Lager in Harrogard. Also Harrogard ist wirklich ein kleines Lager, auch wenn es eine große Stadt darstellen soll. Aber stellt euch mal vor, hätte das Nilattack nicht gemacht, dann wäre jetzt Harrogard auch schon gefallen. Lange. Ich glaube nämlich nicht, dass die eine riesen Horde an Armeen von Dämonen da nicht einfach mal das Ding platt machen können. Und das ist ja, wie gesagt, Baal macht, ist da nicht so rücksichtslos wie Diablo oder so. Diablo und Mephisto haben wenigstens noch ihren Spaß gehabt. Baal hingegen, der ist voll auf Damage. Der macht alles kaputt. Mensch, das gibt ja schon viel EP hier. Muss ich sagen. Guck mal, wie schnell unser EP-Balken steigt. Vielleicht sind wir auch noch nicht gleich im Level her so weit. Das könnte ja auch sein. Auf meinen Mana-Trank. Okay, den weiteren Weg finden ist doch nicht so leicht. Mensch, Nilattack, was hast du denn hier für eine Bude? Warum sind hier Barbaren? Das verstehe ich jetzt noch nicht, warum er das jetzt macht, warum er sich anscheinend doch Baal anschließt. Klar, er will auch überleben. Oh, und wir haben einen Teleporter gekriegt. Gletscherweg fehlt uns noch. Da gehen wir ja danach hin, wenn wir das hier abgeschlossen haben. So, jetzt müssen wir noch den Weg finden zu ihm. Unheiligen Kadaver. Muss doch irgendwo mal weitergehen. Da sind die Gegner ganz gut hier oben. Oh, ein Brustpanzer. Jetzt sollten wir doch mal fix in die City gehen. Erstmal verkaufen. Noch den Brustpanzer mitnehmen. Weil Ausrüstung gibt ja immer schön viel Geld. Hier mitten im Lager. Mitten im Lager ist der Teleporter. So. Guten Tag. Guten Tag.
Gehen wir mal zu Lasuk. Tag. Zwar nur eine Zweihand-Axt, bringt natürlich nichts. Na, ist schade, dass hier gerade im Geschäft nichts los ist. So. Die Steine sind eigentlich auch Schwachfug. So, heile Schmerzen. Was haben wir hier unten? Aua! Was meine Vision kriegt? Ah ja, hier, verfluchst du bitte. Mach einen Flug auf sie. Musste mir einen gefallen. Und ich sehe eine böse Urna. Ich denke mal, da kommen bestimmt Zombies. Naja, jetzt kommen die. Extra stark. Page, was habe ich dir schon mal gesagt? Vergiss das Movement. Du lieber mal was Produktives. Und ein kleiner Zauber. Okay, hier war leider nichts. Ach. Seht ihr das? Wie oft der aufsteht? Müsste eigentlich ständig mit der Kälteaura rumrennen, aber die macht einfach zu wenig Schaden. Wobei, wir können es ja mal probieren. Page, zurück. Ja, schon ist der Schaden ein bisschen geringer. Zerbrösen tun sie auch nicht. Was machst du da? Warum bleibt sie nicht einfach an einem Punkt stehen? Da passiert dir doch gerade nichts, wo sie steht. Oh, zwei haben sich zerbröselt. Nein, die läuft wieder 5000 Mal hin und her. Weiter, weiter, weiter. Leider auch nicht. Oh, Glückwunsch, dass du auch einen Levelaufstieg geschafft hast. Unser ist ja auch nicht mehr weit entfernt. Oh, ich freue mich schon drauf. Vielleicht läuft es ja dann wirklich viel, viel besser. Und da geht's in die Hallen von Vogt oder Vogue. Ich weiß nicht gerade, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall soll hier Niedertag sein. Ah, jetzt kommen auch ganz andere Gegner. Eisbrut. Aber gegen sowas kämpfe ich hier lieber als gegen irgendwas anderes. Selbst stygische Ruhen sind noch nicht so schlimm. Yes! Yes, we can! Do it! Höllische Verführerin. Jetzt war vorne habe ich noch gerade über sie geredet. Einen Mana-Trank einwerfen. Dann sind die auch gegessen. Wo bist du, Nilatak? Wo bist du? Ich zerhau hier deine Einheiten, wobei die eigentlich Baal gehören. So, hier muss irgendwo sein. Es gibt, glaube ich, hier vier Wege und einer der Wege ist Nilatak. Problem ist, dass der wirklich heftig ist.
Also ich weiß noch, der war hatte irgendwie, der hatte auch Kadaverexplosionen so drauf gehabt. Aber halt viel schlimmer als beim Totenbeschwörer. Also Kadaverexplosion müsst ihr so vorstellen. Hier, die Leichen und die machen dann BAM und die Explosion haut mir übelst viel Schaden rein. Daher ist er doch. Da oben ist er. Wir haben die Aufgabe jetzt Niedertag zu töten. Mal sehen, ob... Page, was machst du? So, joggen sie erstmal hier runter. Damit er in seiner Reichweite woanders ist. Hat ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Okay. Ja, da geht's schon los. Da steht er da hinten. Oh nein, Bomben hat er auch hier. Ich weiß noch nicht mehr, ob der auch beschwören konnte. Also ganz alleine gegen ihn ist, denke ich, zu leicht. Und wir haben ein Topaz. So. Die Gegner weglocken. So, jetzt dürfte er kein Problem mehr machen. Ich werde meinen Teil von Wals Absprache einhalten. Ach so, mich auslöschen. So, Nilatak, jetzt bist du allein. Was willst du jetzt machen? Warum schwebst du? Warum kannst du überhaupt schweben? Du hast deine eigene du hast von deinen eigenen Entweihern eine Aura gekriegt. Alter! Tja, das war's, Nilatak. Bist jetzt ganz Scheiße, er teleportiert sich weg. So. Vor allem, wie kann man seinem eigenen Volk sowas antun? Ach ja, er beschwört sie, okay. Dann kann sie sogar noch einen Blutrausch unterziehen. Weg hier! Oh. Ah, scheiße, wenn er sich wegteleportieren kann. Ist er schon etwas. Ach ja, zerfetzt ruhig Leichen, die wo keiner ist. Will mich in die Leichen locken wahrscheinlich. Das war's. Ab in die Hölle. Nilatak, was hat euch so weit gebracht? Geld? Ui, ein Bogen für Paige. Hast du eigentlich nicht verdient, junge Dame? Guten Tag. Ach so, willst du ja gar nichts dazu sagen. Mit wem müssen wir jetzt sprechen eigentlich? Bleibt ein Weilchen und schon mit Anja. Ihr habt Nilatak aufgehalten, aber er hatte das Relikt nicht. Er muss es Baal bereits übergeben haben. Nun muss sich Baal keiner Prüfung unterziehen, wenn er den Gipfel des Ariad erreicht. Nilatak sei verflucht. Aber ich danke euch, dass ihr es versucht habt. Bitte lasst mich euren Wagemut belohnen, indem ich euren Namen magisch auf einen Gegenstand eurer Wahl schreibe. Das wenigstens bin ich euch schuldig.
Guten Abend. Nimm mal gleich mal unseren Hammer. Alter, das geht doch nicht. Wenn ich das vorlese, kriege ich auf jeden Fall ab 18, FSK 18 in diesem Let's Play. Okay, ihr habt's gesehen, ja? Na ja, gut, es ist vielleicht ein Pünktchen Wahrheit, ist, denke ich mal, dabei.